Schobi Maxi, schönen guten Abend zu Feingefühl oder kein Gefühl. Ihr wisst schon Bescheid über die Regeln. Wir fangen gleich mit der ersten Frage an. In der Sommerpause wollt ihr gemeinsam mit einem weiteren Spieler in den Sommerurlaub fahren. Ein Platz ist noch frei. Daxi Funtas oder Christoph Knass-Müllner, wen nehmt ihr mit? Knasi oder Daxi, den haben wir schon dreimal gefragt und er ist jetzt mal nicht gekommen. Und er wird das vierte Mal wieder nicht kommen. Ja, ich muss mich jetzt erst besprechen mit meinem Partner, bevor ich das laut... Nein, das dürfen die nicht hören. Nein, das ist ja geheim. Vielleicht sind ein paar Sachen nicht für die Zuschauer gedacht. Ja. Ja, ich hab mir eins schon gesagt. Okay, ich bin bei dir. Was? Danke. Nase. Nein, das ist sinnlos. Ich kann mit dem nicht filmen. Du müsst euch auf einen Spieler gemeinsam einigen. Knasi. Ja, sind wir uns einig, Taxi. Ja, Knasi, haben wir gesagt, glaube ich. Sehr gut, kommen wir zur zweiten Frage. Maxi, geht jetzt an dich. Für deine Hochzeit bist du auf der Suche nach einem Trauzeugen. Stehen zwei Spieler zur Auswahl. Christopher Dibon oder Philipp Schobesberger? Das ist richtig gemein, das weißt du aber, gell? Vor allem, wenn er neben mir sitzt. Das weißt du, gell? Willst du sich weinen, oder? Dadurch, dass ich selber gerade durch habe, weiß ich, in Österreich braucht man gar kein Trauzeugen mehr. Du musst dich dennoch für einen entscheiden. Nein, warum? Braucht man nicht. Ich verkraft. Verkraft ist das? Mich nimmst schon. Ich nehme den Christopher Dibon, der ist ein wenig vernünftiger. Ob fürs Poltern würde ich einen Schobi nehmen. Finde ich gut. Schobi, wir kommen zu dir. Dein Sohn fragt dich, welchen Mitspieler er sich als Vorbild nehmen soll. Nicht den Maxi. Maxi oder Leo Kreimel. Auf jeden Fall nicht. weil ich ihn Maxi kenne. Also besser kenne. Und so soll er auf jeden Fall nicht werden. Ihr seid gemeinsam auf der Suche nach einem dritten WG-Mitbewohner für euch. Wen wählt ihr aus? Philipp Stojkovic oder Koya Kitagawa? Das ist, glaube ich, einfach, oder? Stojke, glaube ich. Bist du eigentlich? Also ich würde Stojke nehmen. Koya putzt dir die ganze Wohnung? Ja, du... Kocht für dich? Ja, du willst eine Putzfrau. Für wen entscheidet ihr euch? Ich finde Stojke eher für den Koya. Der Sinn des Spiels ist, dass ihr euch gemeinsam für einen entscheidet, weil es ist eure WG. Koya. Ich gebe nicht noch Stojke, ich warte auf Stojke. Was nimm bringt Stojke, dir das Stojke? Mit dem können wir Playstation spielen. Du kannst mit Stojke auch Playstation spielen, wenn er nicht in deiner WG ist. Ja, ich kann den Koya fragen, ob er so putzen kann. Also kommt zu einer Entscheidung. Ja, Koya. Passt für mich. Beim Übersiedeln benötigt ihr starke Hände. Zur Auswahl stehen Leon Schuster oder Jonas Auer. Leon hat, glaube ich, mehr Schmutz. Da bin ich d'accord. In der WG stehen natürlich auch einige Umbauarbeiten an. Wer soll euch dabei behilflich sein? Steffen Hoffmann oder Robert Lujicic? Ja, das entscheide ich, weil der Steffen Hoffmann mein bester Freund ist. Deshalb würde ich meinen besten Freund natürlich fragen. Der hat in seinem Leben noch nichts handwerkliches gemacht. Aber er ist mein bester Freund. Und der Robert hat schon viel handwerkliche Sachen gemacht, glaubst du? Sag's nicht. Ich darf es nicht sagen. Okay, stimmt. Prost. Ihr habt beide beschlossen, eure Kochfähigkeiten zu verbessern. Folgende zwei Spieler bieten euch einen Kochkurs an. Kelvin Rase oder Marco Grühl? Marco Grühl, ganz klar. Ja, okay. Wir kennen von Kelvin Geschichten, die darauf wollen wir nicht näher eingehen, deswegen ganz klar Grühl. Das wollen wir nicht essen. Für euren 30. Geburtstag sucht ihr jemanden, der eure Party organisiert. Thorsten Schick oder Pauli Gartler? Schwierig. Ich würde grundsätzlich beide jetzt nicht so die großen Partyqualitäten zusprechen. Schick ist schon ein bisschen aus dem Alter raus und Pauli ist... Ja, der war nie drinnen in dem Alter. Mhm. Aber ich würde trotzdem den Pauli nehmen, weil den habe ich einmal gesehen bei einer Weihnachtsfeier. Da hat er gut Gas gegeben. Und bei der Hochzeit hast du ihn auch gesehen? Und bei der Hochzeit. Da hat er mich aber nicht mehr gesehen. Aber deshalb würde ich den Pauli nehmen. Vorletzte Frage. Dass auch keine unerwünschten Gäste erscheinen, braucht ihr auf eurer Party einen Security beim Eingang. Dejan Petrovic oder Bernhard Unger? Ich glaube Decki, ha? Jetzt, Decki, jetzt Sechser, ist er, aufblasen. In letzter Zeit ist er ziemlich viel in der Kraft gekommen, glaube ich. Ja, Decki. Dejan Petrovic also. Ja. Letzte Frage. Um für Stimmung zu sorgen, wollt ihr, dass ein Mitspieler auf der Tanzfläche sein Können zeigt? Richard Strebinger oder Sridjan Grahovac?
Ja, also, ich habe jetzt genau die zwei stocksteifersten Kollegen ausgesucht. Habe ich beide noch nie von der Tanzfläche gesehen. Strebi war sicher lustig. Ja, Strebi war wahrscheinlich der Lustigere. Ja. Aber der hat wahrscheinlich, weil es ihm zu laut ist, dann so Arschstöpsel drin. Das ist auch komisch dann wahrscheinlich. Super, danke. Bitte.